und willkommen zu Dies ist eine Nachrichtenshow für all die Leute, die auf RTL Nachrichten stehen oder auf RTL 2 oder auf Vox oder auf ProSieben oder auf irgendwelche Medienkacke. Ich werde ein paar News jetzt in der ersten Folge, ein paar Themen-News aus den Medien nehmen, da ich ja nicht gerade berühmt bin. Nein, auf jeden Fall, ich werde diese Show etwas mit mehr Elan, mit mehr aufpeppen und fangen wir doch mal gleich an. Beratung über Klimaschutz, versteckt hinter Scientology. Schweiz verärgert über CD-Kauf. Ich frage mich, warum sie verärgert sind. Sie haben 3,5 Millionen Euro von uns bekommen. Wieso sind die verärgert? Meine Fresse, wir wollen doch nur Datenschutz. Ach so, übrigens, ACTA wurde erledigt. Oh yeah. Warte mal noch. Kim Jong-un, Vietnamese-Chef, Sommerminister, was ich warten. Das ist interessant. Typ im Gerichtssaal schluckt Giftkapsel während der Schuldsprechung. Also, meiner Meinung nach, ne, hat dieser Typ, der diese Kapsel geschluckt hat, irgendwas Härteres ausgebrochen, als er jemals verkraften könnte, als Strafe oder sonstiges. Und dieser Zettel, der im Nachhinein aufgetaucht ist, da stand zwar irgendwas drin, so von wegen das und das und so, aber das ist niemals die Wahrheit. Er hat bestimmt irgendwas richtig Übles ausgeheckt. Also, das ist echt schlimm. Na, es ist schon. Und was haben wir noch? Genau. Ein Keksautomat ist in Australien auf einem Marktplatz oder sonstiges aufgestellt worden. Und dieser Automat hat einen Button. Und zu Anfangs musste man 100 Mal auf diesen Button drücken, um Kekse zu bekommen. Das sind auch Special Kekse, die gibt es nur einmal irgendwie in diesem Automaten. Und irgendwann steigert sich immer dieser Aufgabenlevel steigert sich. Und da muss man auch später tanzen und anbeten sogar, um diese Kekse zu bekommen. Und da hat doch tatsächlich eine Frau 5000 Mal auf so ein Auto, auf diesen Button gedrückt, um an Kekse zu kommen. Also echt, wie hirnlos muss man sein, um an Kekse zu kommen, die es wahrscheinlich nur einmal auf der Welt gibt. Okay, was haben wir denn noch? Ah, das war's schon. Ach ja, genau. Jetzt habe ich noch eine Eilmeldung an all die nicht gewaschenen Aliens, die im Dunkeln am PC hocken und Videospiele spielen. In einem Monat ist es wieder soweit. Die Gamescom beginnt. Zwar nicht ganz in einem Monat, aber sie beginnt am 16. für Normalbesucher und am 15. ist dann noch was für Dingsbums. Aber diesen einen Tag, den könnt ihr ja wohl verkraften, ihr stinkenden Alien fressen, oder? So, das war's dann wohl. Was? Ist mit der Gamescom war nicht gut? Alter, da war doch voll gut eingefallen, ey. Ist doch perfekt! Wie? Ich soll mich entschuldigen, hallo, hast du es noch mal? Es war doch geil! Meine Fresse, echt? Hiermit will ich mich aufrichtig entschuldigen für das, was ich vorhin gesagt habe. Über die Gamescom und über die Gamer. Und ich freue mich schon auf die Gamescom, denn ich werde auch da sein und auch auf dem Video Day. Danke. Und das war's auch schon. Und zwar habe ich jetzt noch ein paar Sachen zu erläutern. Und zwar, das ist ja sozusagen Pilotfolge, erste Folge. Ah komm, sagen wir das ist die erste Folge. Und im Moment habe ich ja nur Themen aus den Medien aufgegriffen. Und wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder Aufgaben, die ihr mir stellen wollt, oder irgendwelche Videoanfragen, dann schickt sie mir. Ich habe unten in den Kommentaren, also in der Infobox, da unten,
habe ich so ja, Facebook, also Facebook angegeben. Ich habe Twitter und ja, ihr könnt halt Kommentare auch zu dem Video schreiben und ihr könnt mir Fragen stellen, Aufgaben beantworten, also Aufgaben geben wie, keine Ahnung, ich könnte essen Nutella-Brot, wo ein Chickenburger mit drauf ist und Marmelade und eine Käsescheibe und ess das so, das oder lauf einfach im Häuserblock. Ja, Fragen. Ja, nee, Fragen, Aufgaben, Videoantworten, ihr könnt sozusagen mithelfen, diesen kleinen Samen von I don't know zu einem riesigen, eckigen Baum erstrahlen zu lassen. Ihr könnt mithelfen, mit dabei sein, wie etwas Großes entsteht. Hoffentlich was Großes entsteht und ja, also ich freue mich schon auf Antworten. Nee, auf Fragen. Auf Aufgaben, alles was ihr wollt. Und das wird dann halt alles in so eine Show gepackt. Und ich bin auch auf der Gamescom dieses Jahr und auch auf dem Video Day. Und ja, falls ihr Lust habt, mich mal live zu sehen, also an die Leute, die jetzt nicht hier gerade meine Freunde und die das Video gesehen haben, und sondern andere Leute aus Deutschland, was weiß ich, irgendwo halt aus Deutschland oder die mich so live noch nie gesehen haben, so wenn ihr mich live sehen wollt, ich bin auf der Gamescom. Finden werdet ihr mich leicht. Ich bin irgendwo allein auf der Gamescom unterwegs. Oder auf dem Video Day. Werde auch wieder diese Mütze anhaben. Und ja, ich freue mich schon und wir sehen uns dann das nächste Mal. Map.